So, moin Leute, was geht ab? Da ist er wieder, Kabu. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute bei der MotoGP endlich und am Sachsenring, der letzte Kurs war sozusagen in Holland. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Das ist echt voll. 220.000 Leute werden erwartet. Und es ist geisteskrank warm. Also der Planet prasselt, die Sonne prasselt. Hier gibt es schon mal eine Leinwand. Also es ging schon los sozusagen. Wie spät haben wir es? Jetzt um 10, glaube ich. Und es ist unglaublich toll. Da drüben ist schon der richtige Stand. Aprilia, Triumph, Ducati. Alles am Start. Ich bin so kaputt. Wir sind jetzt erstmal gefühlt 300 Meter bergauf gelaufen. Gefühlt auf dem Fichtelberg. Unglaublich. Also ich halte das jetzt mal hier so über die Reihen. Zum Verständnis, es gibt 11 in der MotoGP, also in der großen Klasse, gibt es 11 Fahrerlager. Je 2 Fahrer, also 22 Fahrer. Und unter anderem ist da 4-mal Ducati dabei. 4-mal Ducati. Aprilia 2 Rennställe, Yamaha, Gas und KTM. Kosten für so eine Maschine sind mehrere Millionen Euro. Also wenn ihr überlegt, wie viele Millionen eigentlich im Dreck landen hier, ist geisteskrank. Also zum Glück bin ich bloß eine Stunde gefahren, also ich fahre bloß eine Stunde, das heißt, ich fahre heute Abend wieder zurück und morgen komme ich nochmal. Also die Tickets, ein Ticket, ich habe jetzt 100 Euro bezahlt für ein Ticket und danach geht es aufwärts. Also das sind die Stehkarten, dann geht es los mit 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro Wochenende, blubla, VIP-Tickets und so weiter und so fort. Also man kann easy mal über 1000 Euro loswerden. Die Schräglage ist gestört. Das ist so laut. Also 135 dB, wie gesagt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich damit mit so einem Auspuff durch meine Straße fahren würde, dann würden die Scheiben rausfliegen. Ultra, wirklich ultra. Also Gehörschutz müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Wahnsinn, das ist wirklich geisteskrank. Maverick hat gestern übrigens den neuen Rundenrekord hingelegt. Mit einer der langsamsten Strecken überhaupt. Von 22. Verrückt. Also, wir haben jetzt noch nichts zum Merch gesehen, also ich schon. Unglaublich. Das kann man nicht in Worte fassen, das müsst ihr einfach selbst erleben. Das ist einfach Reizüberflutung. Also für euch auch mal, die GT Masters finden hier auch statt. Seit 96 findet hier die MotoGP statt. Stimme weggeblieben. Hier ist gestern noch jemand abgeflogen. Dort hinten. Das Bike ist dann in die Airfans geflogen. Also in die Auffangbanden sozusagen. Und unglaublich, welches Tempo die hier drauf haben. Das ist nicht normal. Übrigens, ich muss immer warten, bis einer weg ist. Das ist übrigens schon die MotoGP jetzt an der Stelle. Es gibt noch Moto 2, Moto 1 und Moto E. Die Moto E hat schon stattgefunden. Aber das macht alles nichts. Er funktioniert. Das ist krank, Mann. Wie viele Leute hier sind. Also auch von überall her. Also als wir hergefahren sind, wir dachten, wir sind früh dran. Wir sind um 8 losgefahren. Sind jetzt schlussendlich um 10 hier angekommen. Das glaubt ihr nicht.
So, jetzt gehen wir mal hier runter gucken. Also aktuell zwei Aprilia-Fahrer auf 1 und 3, 2. Und es ist wirklich, also da drüben ist die Boxenausfahrt sozusagen hinter der Bande. Aber ist doch eine schöne Gelegenheit, oder? Ja, klar, na klar. Das ist doch schön. Schönes, ja. Ja, das ist hier, ich mache hier YouTube, weißt du? Ach so, ja. YouTube, ja. Ich habe keinen Computer, aber bei meiner Tochter gucke ich immer. Die kannst du alles mit dem Handy machen. Aber das, ich denke, das ist wahrscheinlich nicht so dein Ding. Leg auf, leg auf! Krise, Mensch, mein Güter! Leg auf! Richtig. Ja, Krise. Alles im grünen Bereich. Ja. Schön, schön. Schön. Da kennt jeder jeden, ne? Ah, na klar, wir sind ja Stammkunden. Ne? Dein Geldgeber hat es auch nicht. Mein Kumpel da, wo, weißt du? Mein Kumpel da, wo jetzt in Osten, der hat gesagt, Leo, das ist eine Schau. 198.000 Zuschauer. Da wo, mit Camilo Espeleda hat er sich fotografiert. Mit dem Handy, ich sag dir, ein Mann frei. So Leute, also wir sind jetzt hier bei dem, ich sag mal jetzt bei dem Bikes und so, bei diesen ganzen Herstellern. Und ich habe mir gerade ein T-Shirt gegönnt und einen Aprilia-Anhänger. Ich habe schon länger einen gebraucht. Ich habe immer noch den Cover-Anhänger dran. Zeige ich euch mal noch kurz ein paar Bikes. Also ringsrum muss ich sagen, um den Sachsenring. Einfach nur Fressmeilen, was zu trinken. Je nachdem, welches Ticket ihr gekauft habt. Die Bikes kennen wir ja alle von der Messe eigentlich schon seit. Preise und so sind, glaube ich, bekannt. Ja, direkt am GoPro-Stand, Schleichwerbung. Hier drüben sind noch ein paar Harleys. Ich war am Anfang schon mal hier, aber meine Begleitung wollte erstmal im ersten Sinne auf die Rennstrecke. Wir haben uns das Quali angesehen, sozusagen von der MotoGP, also von den großen Maschinen. Hier haben wir noch Harley Davidson rumstehen. Da drüben steht nochmal so eine Bagger. Da gibt es bei Berlin eine Rennstrecke, also ursprünglich aus den USA. Die kennen wir auch schon von diversen Messen. Die hier zum Beispiel, also da gibt es richtig Rennen. Bei den Amis ist das in solchen Arenen, die im Kreis sind, also Speedway sozusagen. Aber das wird auch bei Berlin gemacht, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich schreibe euch den Kanal gerne mal mit ins Video. Und das kann man sich auch mal angucken, also es ist ein schöner Ersatz. Also wer so ein bisschen motorradaffin ist, guckt mal bei euch in die Senderliste, das läuft dort bestimmt auch. Und ja, ich verlinke euch das Ganze und dann guckt ihr mal rein. Das ist schon cool. Ja, gerade von den Harley-Days in Hamburg hierher. Ein Wochenende nach dem anderen ist immer irgendwas los. Eigentlich wollte ich dieses Wochenende nach Berlin, aber das hat sich mit dem Sachsenring erledigt. Ich dachte, es gibt keine Tickets mehr. Aber es gibt jetzt immer noch nach wie vor Tickets, also Stehtickets an der Stelle, also Stehplätze. Es geht mit 100 Euro los, also Stehkarten für Kinder 80 Euro und dann geht es weiter nach oben, also 200 Euro. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich weiß aber nicht, ob es was geworden ist, deswegen spreche ich das Ganze jetzt nochmal an einfach. Ich probiere bei den Harley Days mal für euch eine Probefahrt zu machen. Ich habe mal geschaut, was bei den Harley Days Hamburg noch so mit dabei war. Und da kommt noch einiges an Videomaterial. Ich habe bloß jetzt aktuell nicht die Zeit. Ich glaube, ihr habt auch keinen Bock, bei 40 Grad im Schatten, euch Videos reinzuziehen. Ja, hier einen schönen GoPro-Stand, wie gesagt, kann man so machen. Aber wir sind ja voll auf dem neuesten Stand, Technik und so.
So, jetzt gehen wir mal zu Aprilia. Also Aprilia, Vinales hatte, glaube ich, heute einen Unfall. Ich glaube, der ist abgeflogen. Leider, leider. Und so, wo schauen wir denn mal zuerst rein? Ich glaube, wir schauen mal hier links rein. Achtung, 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 Achtung. Einfach durchgedrängelt. Ja, also die da drüben, die Touareg, die wollen wir auch noch Probe fahren. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Also ich könnte jemandem eine GoPro in der Hand geben. Und dann könnte noch jemand den Kanal bedienen oder noch Videos machen. Auch Videos machen bei mir. Ja, das ist die Maschine von mir, oder? Ne, das ist die 660er. Ja, krass, wie viele von euch die 660er fahren. Das ist unglaublich. Übrigens gibt es dieses Replika, dieses Dekor gibt es zu kaufen für 239 Euro. Hier haben wir, glaube ich, die elektronische Variante. Ja, also ich ärgere mich jetzt im Nachgang, dass ich sie nicht gekauft habe mit elektronischem Fahrwerk. Aber kann man so machen. Einfach erstmal hier reingedrängelt. Gucken wir mal hier drüben. Achso, das hatten wir ja letztens auch. Ich glaube, Fahrzeughaupt hat da sowas auch auf dem Hof stehen. Da kann man das Kniesteifen üben. Also jetzt sieht man mal, wie anstrengend das ist. Also die Position reicht noch lange nicht aus. So, jetzt habe ich schon wieder meine Begleitung verloren. Aber sie hat gesagt, sie sucht mich. Na, mal sehen. Die sind wirklich aus Italien. Das ist tatsächlich der offizielle Merch-Shop. Sehr cool. Also, nehmt es mir nicht übel. Ich schnief mir ja einen ab. Es ist wirklich unglaublich warm. Also nachher soll das Wetter noch schied werden. Wir gucken mal von hinten, wie das aussieht. Also man hat hier sozusagen die Rennstrecke dazu. Ich glaube, das seht ihr nicht, weil es einfach zu hell ist. Wenn es dunkler wäre, würde man es sehen. Und diese Armatur da unten, diese Gerätschaft, damit kann man sich dann halt nach links und nach rechts lehnen. Was haben wir hier noch? Es ist halt wie immer viel zu voll. Ja, also ein sehr beliebtes Event an der Stelle. Ich versuche euch trotzdem so viel wie möglich zu zeigen. Also ich habe sehr, sehr viele Aufnahmen von dem Quali-Fight gemacht. Ja, Ducati. Ducati brauchen wir gar nicht reingehen. Obwohl meine Begleitung gesagt hat, Ducati, das feiert sich schon. Sie kennt alle Fahrer, sie kennt alle Maschinen mit Motorleistung und allem drum und dran. Und ich stehe da. Ich habe keinen Dunst, Jungs und Mädels. So, jetzt zeige ich euch das nochmal von hier. Wir waren vorhin da drüben. Nein, da drüben. Bei der Dekra-Tribüne. Da drüben ist das Riesenrad. Jetzt seht ihr mal, wie voll das ist. Zu den GT Masters war ich auch hier auf der Tribüne. Das hältst du nicht aus, ne? Also kannst halt nicht die ganze Zeit sitzen. Jetzt im Nachgang bin ich froh, dass ich keine Platzkarte habe, weil ich bin sowieso bloß die ganze Zeit zu Fuß unterwegs. Das Geld kann man sich sparen, meine Meinung. Die Motor E hat jetzt gerade stattgefunden. Ich glaube, das Rennen sogar schon. Und ja, der war fast hingefallen. Ich hab's auf Video, meiner. crazy. Na gut, ich schalte wieder rein, wenn es was Lustiges, was Wichtiges gibt. Also wir sind jetzt gerade nochmal an dem Stand von Kawasaki. Da ist übrigens nochmal die ZH2, die SE mit elektronischem Fahrwerk. Ich habe jetzt gerade auf der ZX10R gesessen. Ich habe sofort Rückenschmerzen bekommen. Also es ist gestört. Also wirklich diese, alleine was die Rahmenergonomie und die Position der Fußrasten ausmacht. Also genau dieses Gefühl hatte ich auch bei der Probe, also bevor ich die SV4 hatte, habe ich meine Haxen nicht hochbekommen. Und es war so schmerzhaft in dem Moment, dass ich gesagt habe, nee, das wird nichts. Und das war halt der Unterschied zur SV4. Ich habe mich draufgesetzt, habe mich sofort wohlgefühlt. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Oh, wir sind seit um 10 Uhr unterwegs, also 13.49 Uhr, 14 Uhr haben wir es jetzt. Oh, was ist denn das? Ja, Carspotter.
und es ist geisteskrank warm. Ich habe schon wieder Sonnenbrand im Gesicht. Es hat sich schon wieder gelohnt. Guckt euch die Massen an. Da müssen wir wieder hoch. Pyrotechnik. Pyrotechnik. Ganz genau. Pyrotechnik. Nee, wir sind beide platt. Wir sind einmal um die Rennstrecke rumgelaufen. Unglaublich. Wirklich, was es hier zu sehen gibt. Und ich sag's gerne nochmal, also so ein Tribünenticket, das wird sich wahrscheinlich morgen erst rauskristallisieren, ob sich das lohnt. Aber Stehplatzkarten reichen vollkommen aus. Die kennt ihr vielleicht auch, formoto.de. Die machen so Dekore. So, ich muss mal gucken, dass ich meine Begleitung nicht verliere. Ich filme mal kurz drüber. Das für die 660 sieht extrem gut aus. Ich habe die auch schon angeschrieben für die RSV4. Aber da kommt irgendwie keine Antwort, also zumindest bloß hier, du musst mal den Support anschreiben, bla bla. Schade, dass sie nichts für die RSV4 haben. Jungs, wenn ihr das Video seht, dann bitte was für die RSV4 machen. So, ich filme jetzt einfach noch ein bisschen durch die Massen, der sieht ja auch krass aus, ey. Mega. Was hier so für verrückte Leute rumlaufen, ich kann einfach nicht die ganze Zeit erzählen, weil das einfach viel zu viel ist. So Leute, also wir haben es jetzt kurz vor 6. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz angekommen. Ich bin komplett durch. Ich weiß nicht, wir sind jetzt nochmal 20 Minuten gelaufen. Und ich glaube, es waren 22.000 Schritte. Gefühlt waren es, naja, so ein Heideparkbesuch halt. Den ganzen Tag, wisst ihr ja, wie das ist ungefähr. Mir tut alles weh, ich bin klitschnass. Regen? Ja, es hat geregnet. Deswegen bin ich klitschnass, nicht weil ich durchgeschwitzt bin. Und jetzt friere ich mir hier einen ab und wir fahren jetzt nach Hause. Es war so ein Samstag und wir sehen uns morgen wieder.
So Leute, also das war das MotoGP-Wochenende vom Sachsenring. Summa summarum sind wir 400 Euro losgeworden, also eine Tankfüllung und ja, mit Merch und Essen und Trinken. Was hat ein Getränk gekostet? 5 Euro. Und Wasser, also nehmt euch Wasser mit. PET ist erlaubt, Glas nicht. Und ja, war eine geile Veranstaltung. 252.000 Fans waren am Stüssel. Und ja, wir haben jetzt eine Stunde hergebraucht und fahren jetzt eine Stunde zurück. Und deswegen hat es sich nicht gelohnt, für uns hier zu übernachten. Zu Hause ist es doch am schönsten, würde ich sagen. Und gönnt euch das Ganze mal. Ich habe am Freitag mit jemandem gesprochen, der ist Ü60, also der ist schon in Rente. Und der war auch mal Motorradfahrer. Und der ist jetzt mittlerweile so in dem Alter, dass er sein Motorrad nicht mehr halten kann mit den Beinen und das Motorrad abgeben musste. Und das hat er mir mit Tränen im Gesicht gesagt. Und das ist so das, was mich dazu verleitet, sowas zu machen. Also Leute, sag ich mal, die dann das nicht mehr können oder noch nicht können, die sich das dann trotzdem gerne anschauen, das Ganze zu filmen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, reingehauen. Atsche.